Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Cells. Wir haben uns in der letzten Folge die alte Kanalisation angeschaut, sind jetzt auf dem Weg zur, was war das, garstigen Grube oder irgendwie sowas? Gaskammer, habe ich auf so einer Gaskammer gelesen. Es sind jetzt noch 7 Minuten, okay, hier sind es 4, ich weiß nicht, irgendeine Uhr geht wahrscheinlich vor oder nach, was weiß ich. Also wenn meine Rechnung stimmt, werde ich in 5 Minuten aus dem Spiel gekickt. Da sagt sich Sony so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, tschüss. Habe ich keinen Bock mehr, dass du die Scheiße spielst. Du kannst deinen Skin und, achso ja, der Porté ist dir unter die Haut gegangen. Also ich trage den Porté, das ist auch ein schöner Weg, das zu ändern. Goldreserve, ich will meine Fiole ja irgendwie, aber es geht noch nicht. Habe ich was Kleines hier? Was Kleines, Sturmschild, schwere Infanterie, Fackel, Feuerstahl. Mach mal die scheiß Fackel. Nicht, dass ich sie haben will, aber... Ja, ne? Schnellfeuerbogen, schwere Armbrust. Oh, das ist doch was. Das ist doch was. Aber habe ich die schwere Armbrust als Entwurf gefunden oder wurde das jetzt einfach so freigeschaltet? Modifikation. Ah ja, und den Sturmangriff, ne? Den hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, gefunden. Richtig geil und... Kann sein, dass ich die falsche Peitsche mitgenommen habe. Dann werden wir sie nochmal auf den Nussknacker. Naja, mache ich jetzt einfach, weil ich das Geld habe. Nicht, dass es dann daran lag, dass ich deswegen gescheitert bin. Hier so ein bisschen Zaubervampir, hätte ich fast gesagt. Ja, ein bisschen heilen durch Schaden und so weiter. Schaden verteilen. Garstige Gruft ist der Ort, an dem wir... schätzungsweise die letzte Fähigkeit kriegen, den guten Wandsprung. Mit jenem können wir natürlich ja, an Wände springen. Lul, habt ihr euch schon gedacht, ne? Oh, ach, das kommt direkt. Der Typ da, wenn wir den besiegen. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich das in dem Video gesagt habe. Er hat mir den Tipp gegeben, man soll in seiner Nähe tatsächlich bleiben. Der erste Impuls sei wohl... Der hält nicht viel aus. Ja, hat er gerade meine Sichtung kaputt gemacht? Der erste Impuls sei, sich von ihm fernzuhalten, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob das seine präferierte Wahl ist oder ob das stimmt. Das Ding ist, ich habe halt den fucking Nussknacker. Und der scheint mir jetzt auch nicht so brutal tatsächlich. Schaden macht er auch nicht viel. Aber ich muss natürlich jetzt die Dinger hier kaputt machen. Das finde ich ein bisschen doof tatsächlich. Zieht ihm das was ab oder wie oder was? Stirb doch! Nerv mich nicht! Nischnitsch, jo, der frisst, Leute, der frisst. Meine Fiolen habe ich ja auch. Zack, zack, zack. Zap, zap, motherfucker! Okay, jetzt macht er das wieder. Er ist einfach nervig. Schwer ist der definitiv nicht. Zack, zack. Ja, 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 ja. Naja, gut, ne, ich werd ein bisschen arrogant. Okay, aber nur ein bisschen. War das eigentlich auch in der letzten Folge, wo wir über Kronk geredet haben? Nee, das war die vorvorletzte Folge, glaube ich. Ui. So, kannst du? Nee. Ach so, neue Kreaturen. Stimmt ja, vielleicht hat er auch einfach eine krasse Alau-Aqua-Phase, die noch kommt. Zack, zack. So weichen wir aus, meine Freunde. Ja, also er kommt so schnell zu seiner nächsten Phase, dass das... so schnell kann er gar nicht gucken, ja. Wie der schon wieder seine Leute beschwören muss, ey. Zack, zack. Zap, zap. Ja, das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ja, schön warten, bis sie aufploppen. Ja, da kassiert er richtig. Ich meine, im Grunde ist er das ja auch, ne? Hatte ich nicht irgendwie gesagt, er beschwört Leute? Nee, das sind halt seine Tentakel. Naja, hätte ich doch lieber gegen Mushroom Man, gegen Pilzman gekämpft. Der wäre wahrscheinlich eine größere Herausforderung gewesen. Ja, krass, oder? Bam, bam! Und wehe, du machst die Scheiße nochmal, Alter. Das ist Lebensenergie gebunden. Ja, konnte ja gar nichts. Er konnte ja gar nichts, ey. Oder? Oder? Meint ihr, neue Phase? Nee. Das war ja so erbärmlich. Holy fucking shit. Also, wenn ich gegen den als erstes hätte kämpfen müssen, ey, dann wäre ich nicht so negativ gegenüber den Bossen gewesen. Dann hätte ich gesagt, das ist ja ein Witz. Hätte ich mich wahrscheinlich beschwert, weil es zu einfach ist. Multibogen, 800, blablabla. Ist krass, muss ich zugeben. Ah, ich kann das auch gegen den Nussknacker tauschen. Aber 1300, 700,
mach ich nicht, mach ich nicht. Ich mach Geld draus. Ist es das? Tentakel, Entwurf. Was soll ich denn damit? Nee, ach, ist das jetzt... Schlummerndes Heiligtum. Wie, ist jetzt... Ach so. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zwei, drei... Ach so, ja, das ist einfach die Alternative. Genau, genau. Weil ansonsten, wir wären jetzt zur Promenade gegangen, dann zum zu den Gefängnisdächern. Traurig, dass ich mir die Namen mittlerweile merken kann, ne? Fühl mich wie zu Hause, ey, lul. Wahrscheinlich kenne ich mich hier in diesem Spiel besser aus als in meiner eigenen Wohnung. Und hier haben wir jetzt, wir haben die Kanalisation gemacht, die alten Kanalisation, und das war dann quasi der Boss, ja. Kein Schaden, na gut, das ist auch ein bisschen zu extrem. Hier, du kriegst das definitiv. 15%. Ja, ich hatte mich ja anfangs so beschwert, ne? 500 ist ja auch nicht so viel, muss man ja mal sagen. Aber er kommt halt auch nicht immer. Modifikation kann ich nicht machen. Also doch schon, aber verbessern halt nicht. So, du kannst dir jetzt nichts geben. Tentakel. Ignoriert Schilde und schleudert dich in Richtung des Gegners. Wenn du nach dem Wurf angreifst, landest du einen kritischen Treffer. Okay. Nicht heute, würde ich sagen. So, da kann ich wieder nichts machen. Ja, ein bisschen Tränke habe ich schon ausgegeben, muss man ja mal sagen. Und dann ist das ja noch ein neuer Ort tatsächlich. Das schlummernde Heiligtum. Tada! Die Frage ist, ist es jetzt das, was ich parallel zum Siedlerdorf hätte machen können? Nee, ne? Weil da, wo ich hin will, da brauche ich ja immer noch den Wandsprung, den ich ja jetzt hoffentlich noch kriegen kann. Was sagt die Uhr? Ja, naja, je nachdem, klar, wenn meine PlayStation-Uhr 3-4 Minuten vorgeht, dann kann er mich noch nicht rausschmeißen, weil für Japan noch nicht die Zeit gekommen ist. Naja, mal gucken, ne? Ich bin gespannt. Vielleicht ist es auch 17, 18 Uhr. Hui! Jetzt richtig Scheiße bauen. Oh, ich kann mich damit auch warpen. Ja, ich muss es unmittelbar innerhalb von einigen Sekunden machen, den zweiten Dash. Sonst wird es zurückgesetzt. Ja, ja, ja. Erstmal jetzt so ein bisschen runterkommen, ne? Man ist ja jetzt doch schon ein bisschen aro. Was ist das? Nicht kaputt machen. Da das ja jetzt so einfach lief, bin ich jetzt natürlich ein bisschen arrogant. Muss ich schauen, dass ich mich hier in den Griff krieg. Ja, was ist das? Das geht ja nicht. Ach so, wahrscheinlich mit einem Knopf oder so. Möglich. Oh, ist er das? Zap, zap! Ja, das war ja zu einfach. Saphir-Amulett. Erlittener Schaden, Giftwolke, Öl. Vergiftet, Schaden durch Geschosse, 5 Schaden, 5, aber ja, der hat 2 rote, der hat 1 lila, 1 grün, rot, 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 ja, würde ich tatsächlich nehmen, so. Behaupte mal, dass das jetzt besser ist. Hallo, neuer Gegner. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden du machst oder was du generell machst, bleib mir lieber fern. Ganz ehrlich. Ah ja. Gibt's Essen? Wie wenn du so zu Hause bist. Mama, gibt's Essen? Erfolgreiches Parieren schlägt Gegner die Zähne aus. Einmal pro Gegner. Ein Zahn pro Gegner? Kann ich einen auf Zahnfee machen, ja? Absorbiert 75% Schaden. Aha. Wie gesagt, man müsste nochmal schauen, was das Einsteigerschild kann. Ich würde auch sagen, dass das so bei 75 war, oder? Uiuiui, guck mal. Da ist noch einer. Runter und zap, 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 zap. Oh, yeah, yeah. Ja, 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 da geht er hoch. Und ein Goldamulett. 2 Öl. Bla, bla, 2. Ja, nee, tschüss. Schnell. Konnte ja gar nicht gucken, ey. Aber ich habe auch sehr, sehr viel... Scheiße gebaut. Au, ja. Ja, ja, ja. Sehr, sehr viel Magier hier. Ne? Sehr, sehr viele sind da unterwegs. Ein bisschen nebelig hier tatsächlich. Hui, was bist du denn für einer? Zack, zack. Uiuiui. 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 Einfach durchrollen. Alter. Verfluchtes Schwert. 3306, Alter. Auf
Wiedersehen, Nussknacker. Achso, das ist aber dasselbe wie das Blutschwert. Kann ich jetzt, kann man jetzt mal aufhören mit den Gegenständen hier? Warte mal. Vergessen, dass ich das Geld mitnehmen kann. Ist jetzt nicht Schaden, abwärts, bla bla, ist jetzt nicht so viel Geld, aber, also einzeln, wenn du das natürlich alles summierst, so was du da in einem Durchlauf verändern kannst, dann ist das schon ziemlich viel. Ja gut, jetzt müsste ich aber dann tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen aufpassen, besser spielen irgendwie, wenn es denn geht. Mach mal hier, damit ich ein bisschen mehr Leben krieg, denn ich hab ordentlich, wirklich ordentlich was? Ich hatte fast volles Leben. Hallo? Ah! Hieß das nicht verfluchtes Schwert? Ich guck mal kurz in die Aufnahme. Wahrscheinlich habe ich das Kleingedruckte nicht gelesen und das war wie bei einer Peitsche, ne? Wahrscheinlich habe ich jetzt sogar mehr Schaden genommen, ey. Fuck! Ich guck mal rein. Oh, das sieht so leer aus. Das ist so traurig. Wow! Da stand halt einfach mal eiskalt in der Beschreibung ein Treffer und du bist tot. Und ich hab's nicht gelesen! Leute, gebt mir keine Verträge in die Hand! Holy shit, das stand da und ich hab's einfach ignoriert! Alter, nee! Das war sowas von verdient, Alter! Das ist ja... Ich sag so, oh, ich muss passiver spielen! Lass mal diesen Gegenstand nehmen, der dafür sorgt, dass ich noch schneller sterben kann! Ui, na gut, wenigstens habe ich jetzt noch die Zeit, mir mein Outfit zu nehmen, Alter. Oh. Ich dachte gerade, ich werde in dem Moment rausgezimmert, wo ich das Outfit wechsle. Ja, das ist ein ziemlich heftiges Outfit, ne? Da musst du das Spiel jetzt erstmal 8-mal nochmal nachladen. Weil es so krass ist. Ja, ich mag... Ich mag das so, diese Farbe, dieses, ja, vorhin hatten wir das Thema, ne, mit den einfachen Wörtern. Dieses vorne, was er da hat, dieses, was aussieht wie so eine Schürze. Schöne Farbkombination, vor allem, weil mein Kopf hier auch so ein bisschen leuchtet und so. Leuchtet der eigentlich anders, je nach Outfit? Muss echt immer laden, ne? Nee, ist es immer gelb. Er leuchtet immer gelb und dieses Gelb passt jetzt natürlich auch zum Rest. Ja, finde ich gut, tatsächlich. Ja, Leute, die Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich sehe jetzt hier nicht, dass es macht aus vielerlei Hinsicht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Weil ich... Wie war denn das? Ich kann schon mehr Sachen nehmen, ne? Genau. Keinen Speicherplatz mehr habe und ich werde wahrscheinlich auch gleich rausgekickt. Lass mal versuchen... hier zwei Stages zu schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Wobei ich gar nicht weiß, ob dann... Das wahrscheinlich ist das levelübergreifend, ne? Ich meine, wie willst du sonst auf die 60 Toten kommen? Ja, das ist halt jetzt ein bisschen doof zum... mit dem Nahkampf und so, aber sollte gehen. Da hat er flatschi-flatsch gegen die Wand geknallt. Stimmt, das macht ja mehr Schaden. Und hier Schwert, ja, mach ich mal hier rein... Zack, zack, zack. Ah, das ist aber, da sind meine Schuhe ein bisschen besser tatsächlich. Wie er einfach im Vorfeld schon gezuckt hat. Habt ihr das gesehen? Ja, komm, das machen wir noch, oder? Mindestens die eine Tür, wobei ich... Zu viel dazu? Okay, dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon einmal geschafft haben, komplett mit den 30. Das weiß ich halt echt nicht. Aber wir haben es nicht geschafft. Sagt er was Neues, setzt im Kreaturgesicht. Dieses Mal von der anderen Seite wird es fast besser. Okay, nee. Nee, was? Das mit den Konsequenzen erschien mir gerade neu. Das könnte unvorhersehbare Konsequenzen haben. Ja, nee, das war's dann tatsächlich. Mit diesem Let's Play gewissermaßen. Es hat... Ich finde, das hatte schon... Das Fest... ein sogenanntes Rogue-like, glaube ich, gut zusammen, ne? Du liest das Kleingedruckte nicht, wirst sofort gefistet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Waffe dafür sorgt, dass ich nur einen Hit ab kann, also eigentlich gar nicht, dass ich gar nicht mehr getroffen werden kann, fand ich die Waffe tatsächlich zu schwach. Also 3000, komm schon. Aber gut, ich habe sie nicht einsetzen können.
Vielleicht hätte über... Tue ich der Waffe gerade Unrecht? Ich müsste da nochmal reinschauen. Vielleicht stand auch noch mehr als 3000. Also wenn das so Heaven or Hell-Style-mäßig wie bei Devil May Cry gewesen ist, also quasi, ja, ich sterbe mit einem Treffer, dafür stirbt alles andere mit einem Treffer, dann hätte ich gesagt, okay, da kann man nochmal drüber reden. Aber so war das schon... Ja, es war lustig, irgendwie, natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig. Wieso sollte ich mir das nehmen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Danke für nichts. Aber... Gut, konnte ich euch halt nicht alles präsentieren. Ich konnte euch ja auch grundsätzlich niemals wirklich das Ende zeigen. Aber ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass wir haben trotz alledem sehr, sehr viel noch erreicht. Es ist noch sehr, sehr unterhaltend gewesen in den letzten Stunden. Man wird tatsächlich immer besser, beziehungsweise auf jeden Fall relaxter. Ich meine, grundsätzlich muss man... Wir könnten ja generell nochmal über das Genre reden, wobei ich auch viel gesagt habe. Grundsätzlich muss man natürlich immer auch die gewisse Mentalität haben, ja. Also es gibt auch einfach Leute, die bei jedem Scheiß ausrasten und so, für die ist das nichts. Also, ja, was ich sagen will ist, ja doch, ich war grundsätzlich schon ruhig. Also ich bin ja auch am Anfang, glaube ich, sehr oft gestorben in den ersten Folgen, aber... Ja, dann, wenn ich dann mal so ansatzweise weitergekommen bin, hat sich in mir halt die Panik breit gemacht und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, weil man ja auch, man hat die Gegner kennengelernt und so weiter. Natürlich, man verbessert sich schon gewissermaßen liegt es aber auch viel an den Sachen, die man freischaltet. Ich würde es, wie gesagt, besser finden, wenn man, ich hatte das ja erklärt, so dieses... Ich habe immer gesagt, man schaltet sich das Spiel erträglich frei. Ja, es ist ja so das Perverse, es macht natürlich Spaß, ja? Sich jetzt die Wahrscheinlichkeit auf seltene Gegenstände prozentual höher zu gestalten, sich die Fionen zu kaufen und so weiter. Aber gleichzeitig fühlt sich das auch irgendwie immer noch falsch an. Dass du dann, ja, du hast den Boss jetzt geschafft. Klar, man... Ein Stück weit wird es wohl daran liegen, dass man seine Angriffe dann irgendwann antizipieren konnte, weil man ihn gelernt hat. Aber ein Stück weit liegt es trotzdem daran, dass du dir halt auch fucking 4-5 Fionen gekauft hast, ja? Wodurch du dir dann auch wieder Fehler erlauben kannst. Oha, ein Neuankömmling. Ach hier, warte mal. Und die Ratten haben ihn noch nicht mal angeknabbert. Da gibt es bestimmt noch was Nettes zu plündern. Pah, das ist bloß irgendein rostiger alter Schlüssel und ein zerrissener Brief. Königlicher Gärtner, bei allem gebührenden Respekt, befolgt eure Befehle oder ihr findet euch im Magen einer dieser Zecken wieder. Um unser aller Willen, dies ist die letzte Warnung. Gezeichnet, Kommandant Kast, irgendwas. Oh, verdammt, das ist absolut nichts Interessantes dabei. Da, ja. Außer dieser Jacke. Wieso kriege ich jetzt zum Schluss hier noch die krassen Kostüme? Ja, jetzt wo ich das sehe, fuck Leute. Ach nee, ich dachte, ich wollte gerade sagen, das ist auch noch eine Fähigkeit, die ich freischalten muss. Nee, guck mal. What? Passiert hier ja doch noch Action. Das Verfallene, guck mal. Ach nee, die jetzt, ach so. Ach ja, okay, gut. Naja, immerhin besser als... Ja, es wäre jetzt schon geil gewesen, wenn wir das nochmal sehen konnten. Aber das ist so das Ding, ja, dieses... Genau, das hätte ich fast vergessen. Oder vielleicht wollte ich das auch sagen. Das Problem bei solchen Spielen ist, ja, du schaltest dir den Content frei. Beziehungsweise du schaltest dir die Fähigkeit frei. Jetzt muss ich schauen, ob ich überhaupt noch Speicherplatz habe. Naja, minimal noch. Du schaltest dir die Fähigkeit frei, weiterspielen zu können. Also es ist so ein bisschen wie bei einem Arcade-Automaten, wo du einfach nur genügend Münzen reinwirfst, beziehungsweise wie bei so einer Demo, die sich erweitern lässt. Ja, du kannst diese Spiele nicht bei den ersten Malen durchspielen. Das wiederum sorgt dafür, dass du es mehrfach von Anfang an spielen musst. Und das Ding ist, man muss natürlich den Grad schaffen zwischen, ja, es macht Spaß, Sachen freizuschalten und gleichzeitig darf das Spiel, aber was du die ganze Zeit immer wieder von vorne spielst, muss natürlich auch unterhaltsam genug sein, weil du erlebst in gewissermaßen die ganze Scheiße ja immer wieder aufs Neue.
Die ersten 3-4 Stunden haben wir die ganze Zeit dasselbe gemacht, ja? So, und das ist halt so das Ding. Es ist schwierig, weil in dem Moment, wo man... Also ich finde, pro Versuch nimmt ja auch die Medikit... Der Spielspaß kann schon ein wenig darunter leiden. Ich meine, du schaltest jetzt die Sachen frei, aber bis du dir alles krasse freigeschaltet hast und so, gehen hier ein paar Stunden ins Land. Und ich glaube, das ist da sehr, sehr schwierig, weil du unterwegs auf dieser Freischaltreise sehr, sehr viele Spieler vergraulen kannst. Dass sehr, sehr viele Spieler das Interesse verlieren können. Und außerdem, irgendwann erreichst du dann auch den Punkt, wo du dann so OP bist, dass das dann halt auch irgendwie keinen Spaß mehr macht. Das ist irgendwie konfus. Du schaltest dir das Spiel immer einfacher. Es ist am Anfang zu schwer, sodass du es gar nicht durchspielen kannst. Und irgendwann ist es zu einfach, sodass du gar nicht mehr verkacken kannst. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass es die erhöhten Schwierigkeitsgrade gibt. Okay, es gibt sehr, sehr viel freizuschalten und man ist natürlich neugierig und so. Aber wie gesagt, das ist... Ich hasse es und liebe es zugleich. Aber was ich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall von diesem Hass-Lieben-Spiel das Beste ist von den dreien. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ne, was ich gezockt habe. Also, es ist pervers, aber es ist in der Perversion, die es an den Tag legt, am besten von den drei Spielen. Im Vergleich zu Enter the Gungeon und 20XX. Aber es ist und bleibt ein komisches Genre. Ja, von daher, ihr wisst Bescheid. Ich habe euch alles gesagt bezüglich dieses Let's Plays. Ich sag nicht, dass... Ich habe es ja, glaube ich, gesagt. Wir werden... Ich bin angefixt. Zumindest jetzt noch. Ich weiß nicht, wie ich das in 1-2 Jahren sehe. Wir werden wiederkommen. Wir können direkt wiederkommen, wenn... Das Ding ist, ich hatte das mir während irgendeiner Werbepause auch ausgerechnet, ja? Ich denke da ja immer an den Kollektivismus. Wenn... Es geht hier jetzt um 30 Euro. Wenn 60 Leute jeweils 50 Cent da lassen würden... Dann würde das gehen, ja. Oder wenn, was hatte ich mir ausgerechnet? Ja, wenn 300 Leute 10 Cent da lassen würden. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, 280 20 Cent da lassen würden. Oder irgendwie sowas. Okay, da habe ich keinen Festplattenspeicher mehr. Ich muss das ganz kurz halten. Wenn ich natürlich, ich weiß gar nicht, wo die Aufnahme gerade abgebrochen ist. Ich habe ja fast 300 Abonnenten, beziehungsweise habe ich schon viel mehr. Weil das schwankt ja die ganze Zeit so zwischen 280 und 300. Da gehe ich ja immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Theoretisch, wenn ich alle Abonnenten, die jemals da waren, die irgendwie abgehauen sind, aus unbekannten Gründen zusammenziehen würde, wäre ich wahrscheinlich auch schon bei 500 oder so. Leute, ich muss jetzt schnell Schluss machen. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Ich lasse die PlayStation trotzdem sicherheitshalber an. Für den Fall, dass es in 2-3 Stunden doch noch geht und ich es irgendwie schaffe, dann doch noch Speicherplatz zu generieren. Aber abgesehen davon würde ich mich jetzt trotzdem hier mal verabschieden. Ihr habt's in der Macht, ansonsten sehen wir uns dann vielleicht in 2-3 Jahren wieder. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal reich, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal das, was mir zusteht. Krieg dann 30 Millionen Abonnenten mehr als Gronkh, weil es mir meiner Meinung nach zusteht. Dann sieht natürlich auch alles anders aus. Das liegt an euch. Vielleicht mag mir jemand das irgendwie auf Steam schenken. Oder wie gesagt, im besten Fall über PlayStation. Weil ich meinen Spielstand ja mitbehalten will. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt in den letzten Folgen noch ein bisschen machen konnten. Dass ich euch das meiste präsentieren konnte, was diese normale Version zu bieten hat. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Denkt dran, ich mache natürlich auch noch viele andere Let's Plays. Das hatte ich erklärt, ne, mit meinem, ich kriege ja 10 Euro im Monat, aber das will ich, wie gesagt, für PlayStation Now investieren und PlayStation Plus. Das ist ja der Grund, wieso ich das überhaupt spielen konnte. Von daher, ja, macht was draus. Jeden Tag kommen 3 Mario-Folgen und so weiter und so fort. Also ich hoffe, dass ich euch noch mit anderen Sachen begeistern kann. Ja, in diesem Sinne, vielleicht sieht man sich in 2-3 Jahren, wie gesagt, wieder bei Dead Cells. Ach ja, und vielleicht spiele ich auch noch irgendwann, falls es euch interessiert, Enter the Gungeon oder 20XX, ja. Vielleicht lege ich es ja nochmal für euch rein. Könnt ihr mal runterschreiben, ob ihr das sehen wollt. Oder vielleicht spielen wir auch irgendwann irgendein anderes Rogue-Game. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.